Mit Aufräumen meine ich übrigens nicht mein Zimmer, sondern den Clan hier und da könnt ihr mir jetzt mal richtig schön bei zuschauen. Willkommen liebe Clasher, bei mir dem Thorsten Akatute beim Clan Trueverse 2 ja aussortieren. Aussortieren ist ja das Thema, denn irgendwie ist nach dem letzten Stream am Samstag, ich nehme ja oftmals kein Blatt vom Mund, aber da ist hier wirklich Scheiße reingekommen und diese Scheiße, die muss ja einfach wieder aussortiert werden. Und ich habe der ganzen Crew hier, eine Deadline gegeben. Das heißt also, ich habe heute Abend hier mal kurzfristig zwei Nachrichten rausgehauen. Also allen RH7 und RH8 mit Helden, die rot sind, gebe ich bis 21 Uhr Zeit, den Clan zu verlassen oder mit uns zu kämpfen, also grünstellen. Und nochmal ein Klartext an diesen Clan hier. Kein Ältester nimmt hier Anfragen an oder ab und auch kein Ältester vergibt im Clan kriegt Nummern, wenn Leute irgendwo fragen. Der Tag hat ja 24 Stunden, die sollen dann also warten und gegebenenfalls nochmal nachfragen, bis ein Vize sagt, okay, mach das, mach das, mach das. Und der Rick 003 hier ist auch gleich mein erster Kandidat, wunderbar. Ja, der fliegt hier nämlich jetzt als allererster rot. Ich habe es gesagt, ich gucke mir hier jeden, wirklich jeden Member an. Und der Rick 003 hier, der hat zwei Helden hier am Start. Hat er Glück gehabt? Nein, wusste ich. Der Rick hat es hier nicht. Der Rick hat hier einen Helden am Start. Also der darf ruhig rot bleiben. Feli, ich gucke mir hier wirklich jeden an und sehe zwei Helden raus. Ich kicke die Leute hier jetzt alle gnadenlos, denn ich möchte diesen Clan hier auch ordentlich haben und das kann ich einfach nicht, wenn hier nicht mitgekämpft wird. Und deswegen habe ich habe hier schon ohne Ende aussortiert heute Abend, also ihr könnt euch das anschauen. Sowohl mit, ich habe natürlich auch ein paar promoted, das heißt also die, die ganz brav ihre zwei CKs gemacht haben, also CK-Angriffe gemacht haben, auch wenn sie nicht gut waren. Ja, auch den Paul hier habe ich heute promoted, denn er hat seine Angriffe hier gemacht. Er hat die Angriffe scheiße gemacht, aber er gibt sich Mühe und er macht seine Angriffe. Das, auch darauf kommt es an. Er hilft hier dem Clan, spendet immer mal wieder, ist da. Das sind mir, die Leute sind mir tausendmal lieber als die, die sich hier wirklich überhaupt nicht melden, nichts machen, nichts im Clankrieg angreifen. Und ihr seht das hier, ich habe hier ohne Ende gekickt, auch die, die hier schon länger waren. Also Goblin.de war schon länger hier, Björn war leider, ja, ihr seht das, der war auch nur Member. Goblin hatte dann wahrscheinlich schon mal eine Abmahnung, weil er auch nur Member war. Der war auch schon mal Ältester. Jake, raus. Es ist mir wirklich ein bisschen jetzt mal ganz egal. Das ist jetzt mal so ein bisschen Clan-Leben hier. Und ich hau die Leute hier einfach raus. Ich habe mir heute Abend schon etliche angeschaut. Die fliegen hier alle. Die fliegen hier alle. Na, ich kenne die ja auch teilweise. Also der Piotr hier, jetzt muss ich mal schauen, ob ich ihn demoten muss oder ob er irgendwas ausbaut. Die was ausbauen. Aber guck, aber schaut mal. Der baut nichts aus, hat seinen Helden hier. Tut mir leid, der ist raus. Das ist, ich habe auch gesagt, auch die Twinks sind mir hier so egal. Ich hau die hier raus und wieso kann ich den nicht kicken hier? Ach so, weil ich ihn gerade besuche, okay. Er ist ja mit seinem Erstschar noch hier und wenn er jetzt gleich meckert, das war ja mein Twink, dann hau ich seinen ersten Account hier auch raus. Denn so ein bisschen platzt mir hier in diesem Clan die Hutschnur nach dem letzten Wochenende. Und ich sehe das nicht mehr ein. Ich habe das mit Hocke abgesprochen. Der hat natürlich auch ein Leben und hat Frau und Kind oder Freundin und Kind. Kümmert sich im Moment um andere Sachen und das Ganze ist hier also so ein bisschen auch abgesprochen. Wir gucken mal den Dada, den kann ich hier, wenn er jetzt was ausbaut, kann ich ihn nur demoten, denn er hat seine Angriffe gemacht und jetzt muss ich mal gucken, baut er hier irgendwas aus, weswegen er rot ist. Wo ist denn die Queen hier? Da ist rot. King und Queen sind da, er baut nichts auf. Ah, kann ich wieder nicht machen. Also, ich bin, ja, ihr seht das hier. Das heißt nicht Thorsten ist aggro, ja. Das heißt nicht Thorsten ist aggro, sondern das heißt einfach nur Thorsten räumt auf. So, nehmen wir nicht mit in CK. Macht ja nichts, ne? Er meint ja, er müsste jetzt nicht spielen. Und gucken wir mal weiter. Grün, grün, grün.
Piotr, da ist der Piotr. Schauen wir uns mal seinen ersten Char an. Und wir sehen, er kloppt seinen King hoch. Okay, das ist in Ordnung. Da kann ich absolut mit leben. Wenn die Leute ihren King hier hochkloppen, dann weiß ich auch Bescheid. Und wer hier Bescheid sagt, Achtung, ich kann nicht, dann weiß ich das auch. Ich führe hier keine Liste. Das ist ja übersichtlich hier. Ja? Der Lenny. Ja? Und tschüss, Lenny. Auf Wiedersehen. King auf 10. Rot. Ich akzeptiere das hier nicht mehr. Ich akzeptiere das hier nicht mehr. Auch wenn die Leute hier grün sind. Ich will ja hier ein CK starten. Und zwar mit Leuten, die hier online sind und nicht irgendwo abhängen hier irgendwo im Clan. Das ist auch ein kleiner Bug hier. Der Lenny ist immer noch dabei. Pass mal auf, wenn ich jetzt nochmal rausgehe. 1, 2, 3. Dann ist der Lenny jetzt raus, glaube ich. Das dauert immer so eine kleine Sekunde hier. So, Baba Hüs hat sich abgemeldet. Da weiß ich, dass er was macht. Bonecrasher. Gucke ich mir einfach an. Bonecrasher. Was ist er eigentlich für einer? Er ist ein RH9er, abgefarmt. Beide Helden dabei. Tschüss, Bonecrasher. Die können hier auch alle wieder reinkommen. Ja, die können hier alle wieder reinkommen, aber ich hau die jetzt alle raus, denn teilweise sind die alle einfach grün und wir suchen hier ja nicht großartig raus. Also ich suche hier jetzt nicht, wer ist denn grün, wer ist denn nicht grün, sondern ich gucke schon, wer macht einen Helden, wer macht keinen Helden. Ah, da ist der Bonecrasher immer noch drin. So, dann machen wir mal weiter. Ja, das ist ja eine total langweilige Folge für euch, aber so muss man ab und zu mal als... ich glaube, den Finn hatten wir gerade, als Co. hier so ein bisschen reagieren. Und im Moment bin ich ja Co-Leader hier. Ich bin hier reingekommen, weil ich ein bisschen gespendet habe. Und ich gucke mir hier den Elektro einmal an. Das ist ja ein Zehner. Ja, und wenn ihr mal schaut, der hat ja nichts zu verlieren hier. Tschüss. Tschüss, Elektro 1.0. Und damit wird wahrscheinlich dann auch der Elektro 1.2 bei uns gehen. Oder der Elektro 1, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist es mir egal. Ich werd hier jetzt richtig mal etwas bereinigen. Und dann denke ich mal, dass wir normale Leute hier reinbekommen. Elektro 1.0. Ach so, das war er. Wo ist sein Elektro-Account? Dass wir hier normale Leute reinkriegen, die hier auch mit uns in den CKs ziehen. Wir schauen mal hier. Okay, da kloppt die Queen hoch. Den kann er hier lassen. Ah, das geht mir so auf die Nüsse hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen zeige ich euch zwischendurch einmal einen, ja, eine Dev von mir. Wahrscheinlich noch aus der, setze zwei Hunde ein, hieß es da, glaube ich. Und mal sehen, wie er sich hier mit seinem einen Hund schlägt. Hat er noch einen zweiten Hund? Nee, hat er, glaube ich, gar nicht. Tut mir leid, Leute, dass ich heute so eine Folge raushaue. Die seht ihr auch heute Nachmittag hier, weil ich fand sie jetzt nicht so super wichtig, um die am Mittwochmittag erst zu zeigen. Die zeige ich euch einfach Dienstag spät Nachmittag, weil es mich so abnervt hier. Und denn am Wochenende sind hier nach dem Stream echt scheiße Leute reingekommen. Ich benenne das ganz klar mal so. Das sind hier irgendwelche Halbwaisen oder Halbschüler, die hier mit ihren 9 Jahren reinkommen und sagen, sie sind 17. Wir können es ja nicht nachprüfen, ja. Und dann haben die aber auch so kacke Dörfer, so 4er Queen, 6er King. Und manchmal ist ja auch die Not, dann nimmst du die Leute erstmal an. Du willst ihnen ja eine faire Chance geben, aber wenn du schon siehst, da kommt nichts, da kommt gar nichts, ja, dann hau ich die hier raus. Ich bin hier jetzt rigoros und ihr seht, wir werden hier immer weniger. Ich gucke mir jetzt die Grünen hier an, beziehungsweise die Roten hier an. Wer hier was macht, okay, Ragnar baut Helden aus. Richtig krass. Super, dass er das macht. Und kein Thema. Da bleibt er hier auch im Clan. So, wir gucken uns mal hier den XX Fabian, aber ich glaube, den kenne ich auch schon zu gut und zu lange. Der baut hier was aus. Also das ist im sauberen Bereich. Und ich glaube, ich habe hier jetzt auch heute Abend alle erwischt. Grün, grün, grün. Yoda habe ich befördert. Tobias 1.0 kenne ich noch gar nicht. Gucken wir mal rein. Ist ein RH10, der irgendetwas macht. Ja, auch baut seinen King aus. Alles tutti. Ich habe da keine Schmerzen mit. Das finde ich in Ordnung.
Und es ist ja, ihr seht das selber, als Co-Leader oder als Leader, es ist mühselig. Du pickst dir die Leute hier raus. Ja, was machen sie? Wer kann eigentlich mitmachen? Jetzt habe ich die echten Grünen hier. Tolkien ist heute Abend Ältester geworden. Hat mich gefreut. Und auch der ein oder andere. Ich glaube, der, weiß gar nicht, der Yoda war es ja. Den Yoda habe ich hier zum Ältesten gemacht, denn die haben ihre Angriffe gemacht. Und auch den Paul lasse ich hier drin. Paul, du musst besser angreifen. Lass dich besser beraten. Also er ist Ältester geworden, weil er scheiß Angriffe gemacht hat. Zweimal ein Stern, schuldig, dass ich in der Hand klatsche. Aber er macht seine Angriffe. Und das honoriere ich einfach. Ja, er ist hier dabei, er gibt sich Mühe, er gibt eine Taktik vor. Und er greift scheiße an. Aber er gibt... Das finde ich gut. Das ist kein Grund, jetzt jemanden hier zu kicken. Der hängt sich rein. Ja, der hängt sich einfach rein. Und deswegen denke ich, gehen wir jetzt auch in die Clansuche. Ich gucke jetzt einfach mal rein. War has ended. Wir haben ihn verloren. Nur wegen solchen Dödels hier, die ich hier schon während des CKs rausschmeißen musste oder danach. Goblin nur ein. Jake nur ein. Der ist allerdings auch nur Member geworden, weil er vorher seine Angriffe gemacht hat. Da wollen wir auch fair bleiben. Björn war neu, kein Angriff. Ja, Björn, den lasse ich raus. Xerners, nur ein Angriff, hätte noch einen zweiten machen können. Dann wären unsere Achter oder Neuner hätten nicht so tief sein müssen. Felix, komm. Ich hab da keinen Bock mehr. Wir haben jetzt auch nette Aufnahmekriterien hier. Also ich habe gesagt, Leute, die Leute müssen einfach, das gewisse Alter haben. Und jetzt muss ich auch mal eben gucken. Paul ist da. Jake, eigentlich will ich ihn ja nicht mitnehmen. Er hat ja nur einen Angriff gemacht. Aber ich nehme ihn mal als Lückenfüller mit. Kieler Zug ist dabei. Turkin ist dabei. Wir starten hier den CK. Damit läuft er. Wunderbar, ihr seht das hier auch, die Reaktion. Ja. Also da müssen sich unsere Leute einfach so ein bisschen, auch unsere Vizes hier, dran halten. Ich werde ihn ein bisschen impfen hier, dass wir hier nur noch vernünftige Dörfer haben. Also... Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich nenne euch mal ein unvernünftiges Dorf. Ich weiß nicht, wie der hier reingeraten ist. Das ist beispielsweise für uns der Björn hier. Denn wir gucken uns hier an. Auch wenn er mein Video sieht und mich deabonniert, das ist mir so Latte. Ja, also sind wir mal ehrlich. Achter Queen, Neuner King. Und dann irgendwo was dazwischen. Ja, mal ein bisschen was gewollt, mal ein bisschen was gekonnt und mal nicht. Auch mit 550k-Siegen ist er sogar nett dabei. Nein, habe ich keine Lust mehr drauf hier in diesem Clan. Wir haben hier richtig krass ausgesiebt. Ihr seht das hier. Nur noch 36 von 50. Wir waren weit über 40 hier heute Abend. Aber der Rest hat hier, ich sag mal, hat hier einen Grund, um diesen CK hier fernzubleiben. Gar kein Thema. Ich akzeptiere das absolut, wenn jemand nicht so gut angreift. Aber er macht seine Angriffe, er tut... Und gibt sich hier ein. Aber wenn sich nichts tut, schmeißt die Leute raus. Ich kann euch diesen Tipp auch nur in euren Clans geben. Schmeißt die Leute raus. Manchmal merken sie es ja gar nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ist ja die zweite Folge hier. Ich mache hier jetzt noch einen Angriff. Denn das hat mich hier so abgenervt. Ich wollte eigentlich gar nicht diese Folge hier für heute aufnehmen. Aber es hat mich so gewurmt. Und das Thema war jetzt für mich selber so aktuell, dass ich mir einfach sagen muss, den ersten, den du hier findest, den boxst du um hier. Und das ist der erste hier. So, der kriegt es jetzt. Keine Queen hier. Kein Minenwerfer, das ist mir eh egal. Ich habe Lufttruppen am Start und auch, glaube ich, da. Jawohl. Und wir haben Clanbook hier. Das ist auch super. Die können wir sogar ganz nett hier rauslocken. Passt mal auf, wir setzen hier mal zwei Loons, ein Loons, ein Loon. Da muss ja jetzt schon ein bisschen was kommen hier aus der Clanburg. Da kommt jetzt mal so gar nichts raus. Der Feger ist jetzt schon... Oh, geht der Feger down? Jawohl. Der Feger geht down. Dann können wir hier schon mal mit unseren Lakaien anfangen. Ihr seht das hier, das ist noch eine Truppe aus dem Event. Denn ich habe das Event gespielt, habe ich ja auch schon in der vorherigen Folge gesagt. Alle Chars von mir haben das Event erfolgreich hinter sich gebracht. Und... deswegen habe ich die Truppe noch am Start, war ja billig, vor allen Dingen die dunklen Truppen waren an der Stelle ja für mich relativ billig. Jetzt schicke ich hier erstmal meine Hellen rein, die können hier ruhig das Zeitliche segnen, denn ihr habt das gerade gesehen,
die haben ja jetzt schon ein bisschen was gemacht, ne? Die haben jetzt schon richtig was gemacht und deswegen haue ich hier jetzt meine Loons rein und meine Clanburg. Ich kann echt alles hier irgendwie mittig setzen mit den Lakaien dahinter und Wut einmal hier. Und ihr seht das? Ha, das finde ich total genial. Na, mal gucken. Da setze ich ihn. Da setze ich ihn. Den Klonzauber. Bah! Geht er ab? Na, geht der Klonzauber hier ab? Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus hier für mich. Und dann hauen wir hier die Lakaien nochmal aufs Rathaus, dass sie sich gleich nochmal ein bisschen verteilen. Und hier ist immer noch der Klon-Lohn drin. Ich habe also mal einen Klonzauber genutzt. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich den mal genommen habe. Mir hat es zumindest, glaube ich, in diesem Angriff gefallen. Denn er hat richtig Sinn gemacht. Ihr seht das da oben. Noch ein, zwei. Ich glaube, da sind noch drei Klone drin. Hier unten war eben noch einer. Und die Base hier haben wir mal eben gedreiert. Ja, also ein bisschen eingefarmt hier. Schuldig. Ich bin wirklich ein bisschen außer mir. Denn das hat mich so abgenervt heute. Ich musste das für euch einfach bringen. Dann wisst ihr auch manchmal, wie ich ticke. Ja, also das ist keine Agro-Folge. Ja? Agro-Folgen sehen bei mir anders aus. Oh, ich habe zwei Zuschauer. Hallöchen. Super, ihr seht hier, Toto rockt das Haus hier mit 3 Sternen und super 11 Pokalen und richtig netten Lot hier. Oh, über 8 Mille an Elex auch. Ja, super. Das sieht gut aus, denn mein derzeitiger Status ist 5 Tage noch der Earthquake. Lasst euch überraschen, die nächsten Tage, ich werde gammen, ja. Ich werde etwas vorgammen, wir werden das machen. Und dann würde ich sagen, ist das von mir gewesen. Wir haben jetzt nur 2 Angriffe gesehen, ja, aber ihr habt mal einen Clan-Ablauf gesehen, wie es auch mal kommen kann. Und wir mussten ja einfach mal ein bisschen klar Schiff schaffen. Wenn ihr trotzdem Interesse daran habt, an einer straffen Führung hier teilzunehmen, mit euren guten Accounts, und ich weiß, dass ihr gute Accounts da draußen habt, dann kommt hier ruhig rein, bewerbt euch. Ich hoffe, ich habe die Vizes jetzt richtig eingenordet hier, denn ich war hier jetzt gute 1,5 Tage oder einen Tag, habe hier ja gespendet und habe mir das Ganze hier mal angeguckt und habe gedacht, Thorsten, das geht hier nicht mehr. Das funktioniert nicht mit den Kiddies hier, die hier nichts tun oder plötzlich melden. Ich hatte leider Internetsperre oder was auch immer. Geht nicht. Geht hier auch in diesem Clan geht das nicht. Hier sind Jugendliche drin, gar kein Thema. Wenn die sich hier benehmen, da gibt es ja etliche, habe ich da überhaupt keinen Stress mit. Klappt das nicht, haue ich die alle raus. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto, flasht.